Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir leben in wahrlich herausfordernden Zeiten, herausfordernde Zeiten für Deutschland und seine Bürgerinnen und Bürger sowie für ganz Europa. Herausfordernde Zeiten für uns Abgeordnete und vor allem für unsere Bundeskanzlerin, die wie keine andere für eine Lösung der Flüchtlingsfrage in Europa und für die Werte Europas kämpft. Und es sind herausfordernde Zeiten für unsere Demokratie in Deutschland. Rechtspopulisten erreichen nicht nur in Bundesländern, in denen Landtagswahlen anstehen, Rekordumfragewerte. Politische Beobachter sehen die demokratischen Parteien in einer der schwersten Vertrauenskrisen seit der Gründung der Bundesrepublik. Meine Damen und Herren, solch schwierige Zeiten erfordern entschiedene Maßnahmen. Maßnahmen, die zeigen, dass der Gesetzgeber handlungsfähig ist, und Maßnahmen, die zeigen, dass wir die Situation beherrschen und den ungeregelten Zuzug in den Griff bekommen. Die Regelungen des Asylpakets 2 tun genau das. Wir werden mit einem erneuten Maßnahmenbündel den Zustrom in unser Land weiter verringern, und wir werden dafür sorgen, dass diejenigen, die keine Berechtigung haben, bei uns zu bleiben, unser Land zügig wieder verlassen müssen. Wir machen uns dabei nicht leicht, und keiner bestreitet, dass es zum Teil harte Maßnahmen sind. Sie sind jedoch fair und ausgewogen und angesichts der Situation in den Kommunen und Ländern notwendig. Liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem lieber Kollege von Notz, Sie haben in der ersten Lesung des Gesetzespaketes viele harte Worte gegen eine Regierung gefunden und gegen ein Land, das derzeit den Flüchtlingen hilft wie kein zweites. Viele, viele waren übertrieben und die meisten waren unzutreffend. Und nur bei einem stimme ich Ihnen ausdrücklich zu, nämlich Ihrem letzten Satz: Wir sollten als Demokraten gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Und was der ganzen Debatte nicht hilft, das sage ich ganz offen, ist die permanente, aber widerlegte und unlautere Behauptung, die vorgesehenen Maßnahmen seien rechtswidrig. Die sehr ausführliche Anhörung mit den Sachverständigen hat das in aller Klarheit widerlegt. Alle Regelungsinhalte des Gesetzes sind zweifelsohne rechtmäßig und in vollem Umfang mit höherrangigem Recht vereinbar. Ich will das an zwei Beispielen verdeutlichen. Zum einen bei den beschleunigten Verfahren. Diese sieht das Europarecht ausdrücklich vor für Asylbewerber ohne Bleibeaussicht. Es wird für die Betroffenen keine Absenkung der Standards, etwa bei der Unterbringung, geben. Auch der Personenkreis ist klar eingeschränkt. Damit bleibt der Gesetzentwurf sogar noch hinter dem Rahmen der Richtlinie zurück. Ein effektiver Rechtsschutz bleibt gewährleistet. Meine Damen und Herren, schnelle Verfahren sind nicht unfair. Im Gegenteil, sie sind im Interesse aller Beteiligten, im Interesse der Schutzsuchenden, die Klarheit möchten, aber auch im Interesse der Kommunen und des BAMF, die dadurch entlastet werden. Frau Kollegin, lassen Sie eine Zusatzfrage der Kollegin Vogler zu? Ja. Bitte sehr, Frau Vogler. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wenn Sie hier behaupten, diese von Ihnen hier vorgesehenen Maßnahmen, über die wahrscheinlich jetzt nachher eine große Mehrheit dieses Hauses abstimmen wird, seien rechtlich in Ordnung und seien mit höherrangigem Recht vereinbar, dann möchte ich doch mal von Ihnen wissen, wie sich das vereinbaren lässt, zum Beispiel mit dem UN-Sozialpakt, den Deutschland bereits vor 40 Jahren ratifiziert hat, indem es heißt, die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an, wie es vereinbar ist mit Artikel 2 des Grundgesetzes, in dem es heißt, jeder und nicht jeder Deutsche oder jeder Einheimische, sondern jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Wie ist das damit vereinbar, dass Sie künftig auch schwer traumatisierte, schwer erkrankte Menschen abschieben wollen und davon ausgehen, dass jemand reisefähig ist, solange er nicht in der Lage ist, nach sehr eng gewählten Kriterien das Gegenteil zu beweisen? Und wie vereinbaren Sie die Verweigerung des Familiennachzugs für unbegleitete Kinder und Flüchtlinge, für unbegleitete Kinder und Jugendliche mit Artikel 10 der UN-Kinderrechtskonvention, auch von diesem Land ratifiziert, in dem es heißt, dass der Familiennachzug wohlwollend, human und, ich betone, beschleunigt zu
bearbeiten ist von den Vertragsstaaten. All das sind meiner Ansicht nach schwerwiegende Menschenrechtsbrüche, die diese große Koalition mit diesem Gesetz hier anlegt. Und deswegen frage ich Sie, wie Sie das als Juristin tatsächlich hier ernsthaft behaupten können. Ja, liebe Kollegin, Sie stellen das so dar, als ob hier die Menschen, die zu uns kommen, schlecht behandelt werden. Sie haben das Recht auf körperliche Unversehrtheit und den Schutz in Frage gestellt. Ich glaube, das kann nicht Ihr Ernst gewesen sein. Wenn Sie ausgeführt haben, dass Menschen, die krank sind, so wie Sie es sagen, in Zukunft pauschal zurückgeführt werden sollen, abgeschoben werden sollen, kann man zum einen sagen, wir haben ja auch vom Innenminister gehört, dass ein häufiges Abschiebungshindernis eben ist, dass es falsche Gesundheitsatteste gibt, dass Menschen eine Krankheit vorschieben, nur um nicht abgeschoben zu werden. Dem wollen wir in Zukunft begegnen. Dem wollen wir in Zukunft begegnen. Das wird aber nicht pauschal stattfinden. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, eine ernsthafte und lebensgefährliche Erkrankung, eine Bedrohung des Lebens auch geltend zu machen und dann auch Abschiebungsschutz bekommen zu können. Was wir nicht haben wollen, ist, dass man mit der pauschalen Behauptung, man habe eine Krankheit, man habe eine Traumatisierung, sich einer Abschiebung widersetzen kann, wenn im Heimatland eine Gesundheitsversorgung genauso erfolgen kann. Und was Sie vorwerfen, dass jeder jetzt pauschal abgeschoben werden kann, auch wenn er krank ist, das ist schlicht unzutreffend und falsch. Und auch beim Familiennachzug, Sie haben es erwähnt, es gibt die Kinderrechtskonvention, es gibt das Grundgesetz, es gibt den EGMR. Alle sagen, dass es zwar wünschenswert wäre, dass die Familie zusammenlebt, aber ein Recht darauf, dass die Familie vor allem hier in Deutschland zusammenlebt, kann weder aus der UN-Kinderrechtskonvention noch aus dem Grundgesetz noch aus anderem höherrangigen Recht abgeleitet werden. Und ich darf Ihnen auch ein Gutachten zitieren von Professor Thüm, einer der Sachverständigen, der in aller Klarheit gesagt hat, die bisweilen aufgestellte Behauptung, dass aus den europäischen oder internationalen Menschenrechten ein unbedingtes Nachzugsrecht für Flüchtlinge folge, das durch die Neuregelung auf jeden Fall verletzt werde, ist schlicht falsch. Ich denke, klarer kann man es nicht ausdrücken, und ich hoffe auch, damit Ihre Fragen zum Familiennachzug beantwortet zu haben. Klein einen Augenblick noch. Also es gibt eine ganze Reihe von weiteren Wortmeldungen, die ich jetzt alle nicht zulasse. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir eine bestimmte Debattenzeit vorgesehen haben. Die haben wir jetzt durch eine Reihe von Zusatz... Werte Kollegen... Ich übersehe die Situation, glaube ich, relativ gut. Und wir haben eine Debattenzeit vereinbart, die ich durch die Zulassung mehrerer Zwischenfragen aus einer Fraktion, die nicht mehr zu Wort kommt nach der Rednerliste, bereits erweitert habe. Die Fraktion der Linken, die Grünen ist noch mit einem weiteren Redner auf der Rednerliste vertreten. Für die anderen Fraktionen gilt das auch. Und deswegen lasse ich jetzt weitere Zwischenfragen nicht zu. Werte Kollegen, Ihre Behauptungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit sind unhaltbar und nicht nachvollziehbar. Verzichten Sie darauf. Was ich ebenfalls nicht nachvollziehen kann, das wurde hier auch schon vorgeworfen, ist die Kritik an der Geschwindigkeit des Gesetzgebungsverfahrens. Wir machen es uns nicht leicht, aber das Tempo ist richtig und notwendig. Nicht, weil Kriminelle, Rechtsradikale durch ihre Verbrechen medienwirksame Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, sondern die Geschwindigkeit ist notwendig, um die Akzeptanz für unser Asylsystem in der breiten Mitte der Bevölkerung zu erhalten und, wie wir es auch von Innenminister Jäger gehört haben, um die Kommunen und die Verantwortlichen vor Ort wirksam zu entlasten. Und gerne, meine Damen und Herren, möchte ich auch auf die vorliegenden Anträge der Grünen eingehen, die gut gemeint sind, aber ehrlich gesagt bei der Bewältigung der Probleme wenig hilfreich sind. So soll künftig nicht mehr vom BAMF überprüft werden, ob die Schutzgründe bei anerkannten Flüchtlingen auch nach mehreren Jahren noch bestehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Asylrecht ist ein Recht auf Zeit und kein automatisches, dauerhaftes Bleiberecht. Wer nicht schutzbedürftig ist, muss in sein Herkunftsland zurückkehren. Das ist der zentrale Grundsatz unseres Asylsystems, und auf den stützt sich auch ein großer Teil der Akzeptanz des Asylsystems. Die Widerrufsprüfungen,
Die Widerrufsprüfungen durch das BAMF müssen daher bestehen bleiben. Was Sie hingegen in Ihrem zweiten Antrag verlangen, ist alles durchaus wünschenswert. Wir tun alles, was wir können, um gerade Frauen und Kindern ein Höchstmaß an Schutz zukommen zu lassen, weit mehr im Übrigen als andere Länder. Nun führen wir ein, dass künftig ein polizeiliches Führungszeugnis vorliegen muss, wer Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen betreuen will. Außerdem hat die Bundesregierung, anders als Sie es behauptet haben, bereits ein Schutzkonzept vorgelegt für Frauen und Kinder in Flüchtlingsunterkünften. Dieses sieht bauliche Maßnahmen vor und Schulungen der Helfer. Wir machen also sehr viel und gleichzeitig müssen wir aber auch, das müssen auch Sie einsehen, die Machbarkeit vor Ort im Auge behalten und genau hinschauen, was hier tatsächlich geleistet werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und lassen Sie mich doch auch einige Sätze zum Thema sichere Herkunftsländer sagen. Und es freut mich, dass auch Innenminister Gall dem hier folgen kann heute. Auch hier bei diesem Thema tragen Sie mit Ihrer Blockade leider nicht im geringsten zur Lösung der Herausforderungen bei, sondern Sie verschärfen diese noch. Ich sage Ihnen ganz deutlich, wir brauchen die Einstufung von Algerien, Tunesien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten. Und wir werden sie in diesem Hohen Haus auch früher oder später beschließen müssen. Wissen Sie, der Zustrom aus den Maghreb-Staaten erinnert mich fatal an letztes Jahr, als wir mit einem massiven Zustrom vom Balkan konfrontiert waren. Auch hier haben wir schnell die Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten auf den Tisch gelegt. Es dauerte jedoch fast ein Jahr, bis Sie sich endlich dazu durchringen konnten, diesem notwendigen Schritt zuzustimmen. In dieser Zeit kamen etwa 150.000 Menschen vom Balkan zu uns, die wir jetzt nach und nach zurückführen müssen. Im Zuge der Einstufung der Balkanstaaten als sichere Herkunftsstaaten gingen auch durch flankierende andere Maßnahmen die Zahlen rasch zurück. Die Menschen wussten sehr bald, dass sie hier keine Bleibeperspektive haben. Und gleichzeitig können, das ist auch wichtig, die Anträge aus dieser Region bei uns im beschleunigten Verfahren bearbeitet werden. Die Zahl der Entscheidungen hat sich verdoppelt. Inzwischen wird bei Migranten aus dem Balkan innerhalb weniger Tage entschieden. Das entlastet und sorgt dafür, dass wir den Menschen aus Syrien und dem Irak heute überhaupt noch Schutz bieten können. Meine Damen und Herren, bei den Maghreb-Staaten begehen wir den gleichen Fehler, dass wir zu lange warten ein zweites Mal. Auch hier steigen die Zahlen. Fast ein Viertel der Asylbewerber, die 2015 aus diesen Staaten kamen, ist allein im Dezember gekommen. Auch hier liegt die Einstufung als sichere Herkunftsländer als wirksame Maßnahme zur Entlastung auf den Tisch. Darüber diskutiert man nicht monatelang, man beschließt es zügig und schnell. Doch auch hier verweigern Sie sich der Verantwortung für unser Land. Sie müssen sich schon entscheiden, wollen Sie, dass noch mehr Algerier, Marokkaner und Tunesier in unser Land kommen oder wollen Sie mithelfen, dass die Zahlen reduziert werden. Und da helfen jetzt auch keine Schuldzuweisungen, Frau Göring-Eckardt, dass die Koalition selbst für den Zeitplan und die Verzögerung verantwortlich ist. Mit mehr Mut und mit der Entschlossenheit der Union hätten wir in dieser Woche die sicheren Herkunftsländer beschließen können. Das wäre das klare Signal gewesen. Es wäre das klare Signal gewesen, es lohnt sich nicht, nach Deutschland zu kommen. Stattdessen belastet die Verzögerungstaktik und die Mutlosigkeit von Grün und auch von Rot unsere Städte und Kommunen. Meine Damen und Herren, der französische Bischof und Staatsmann Talleyrand sagte einmal, Opposition ist die Kunst, so geschickt dagegen zu sein, dass man später dafür sein kann. Nehmen Sie sich diesen Ratschlag gerade bei den sicheren Herkunftsländern, aber auch im Fall des gesamten Asylpakets zu Herzen. Sie waren einst dagegen. Stimmen Sie heute dem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank. Das Wort erhält die Kollegin Ulla Jelpke für die Fraktion Die Linke.